Dieser Hadith, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist ein Hadith, über den die Gelehrten sagen, muttafaqun ala sihhatihi. Und wann sagt man das muttafaqun ala sihhatihi? Wenn zwei Gelehrte diesen Hadith überliefert haben. Und welche beiden Gelehrten sind das? Einmal Imam al-Bukhari und dann Imam Muslim. Und beide haben diesen Hadith in ihrem Werk überliefert. In ihren beiden Sahih-Werken überliefert. Also dieser Hadith gehört zu den authentischsten Hadithen, die wir überhaupt haben. Weil wenn beide Gelehrten diesen Hadith überliefern, bedeutet das, dass dieser Hadith in besonderem Maße authentisch ist. Und es gibt auch einige Werke, welche sich nur mit den Hadithen beschäftigt haben, welche Bukhari und Muslim gemeinsam überliefert haben. Al-Lu'lu'u wal-Marjan fi mattafaqa alayhi al-Shaykhan. Ja, die Perlen und Muscheln, ha? Ja, Muscheln, ja, Marjan ist Muscheln, ja, so wie Muscheln, glaube ich, ja. Fi mattafaqa alayhi al-Shaykhan, worauf sich die beiden Gelehrten Bukhari und Muslim geeinigt haben. Also in anderen Worten, ein wirklich authentischer Hadith. Und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er beginnt diesen Hadith. Stellt euch das mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, versucht euch mal einfach in diese Situation zu versetzen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Wüstenlandschaft, wo es sehr heiß ist, Mekka, Medina, sehr, sehr heiß. Er sitzt jetzt vor seinen Gefährten. Und er erzählt ihnen diesen Hadith. Sabah, sieben. Yudhilluhumullahu fi dhilli. Wird Allah Ta'ala seinen Schatten spenden. Yawma la dhilla illa dhilluh. An jenem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird, als seinen Schatten. Also Allah Ta'ala, er sucht sich diejenigen aus, welche Schatten bekommen werden. Mit anderen Worten, die anderen Menschen, sie werden an jenem Tag keinen Schatten haben. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ. An jenem Tag, an dem die Erde ausgetauscht wird mit einer anderen Erde und die Himmel. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ. Was heißt denn Barazu? Sie kommen zum Vorschein. Also so, als würde Allah Ta'ala uns sagen, nichts ist über ihn. وَبَرَزُوا لِلَّهِ. Sie kommen Allah zum Vorschein. Al-Wahid, dem einen, Al-Qahhar, dem Gewaltigen. An jenem Tag gibt es keinen Schatten. Du suchst nach irgendeiner Anhöhe, die dir Schatten spenden kann. Irgendeinem Dach, irgendeinem Baum. Aber alles ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Berge, die Schatten spenden konnten, sind zu Staub geworden. Die Bäume, die Schatten spenden konnten, existieren nicht mehr. Häuser und Schlösser und Türme und Wolkenkratzer, die existierten, sind alle dem Erdboden gleichgemacht worden. Eine Ebene, eine riesige Ebene, auf der alle Menschen versammelt sind. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er will, dass wir uns das wirklich bildlich vorstellen. Eine riesige Ebene. Es ist heiß wie eine Wüste. Es gibt keinen Schatten. Es gibt kein Wasser. Und jetzt zeigt er uns auf, jedem Einzelnen von uns, was wir tun können, damit wir an diesem Tag ein bisschen Schatten bekommen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er nennt jetzt sieben Personengruppen. Er zählt sie nicht einfach auf, damit wir eine Information erhalten. Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er spornt uns an, dass wir zumindest einer dieser Personengruppen gehören, wenn nicht sogar zu allen. Das heißt, es wird Menschen geben an jenem Tage, welche all diese Eigenschaften, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier erwähnt hat, in sich vereinen werden. Kennt ihr den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam
die Sahabe nach einem Gebet fragte, wer von euch fastet heute? Man asbaha minkum al-yawma sa'ima. Wer meldete sich? Abu Bakr. Dann sagte der Prophet zu Hause, wer von euch hat heute schon einen Kranken besucht? Wer meldet sich? Abu Bakr. Wer von euch war heute schon auf einer Janaze gewesen? Hat jemanden begraben und bestattet und daran teilgenommen? Wer meldet sich? Abu Bakr. Wer von euch, was ist die vierte Sache? Genau. Wer von euch hat heute schon gespendet? Wer meldet sich? Abu Bakr. Und manche sagen, das war nach dem Fajr-Gebet gewesen. Allahu Akbar. Ja, hat schon sozusagen ja, irgendwie vor Fajr an einer Janaze teilgenommen. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, مَجْتَمَعْنَا فِي مْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Diese vier Eigenschaften sind in keiner Person vereint, außer dass er das Paradies betreten wird. Das heißt, es gibt Menschen, die es schaffen, mehrere dieser Eigenschaften in sich zu vereinen. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ja, und er erzählte, derjenige, der spendet, der wird am jüngsten Tag von das Paradies betreten durch das Tor der Sadaqa. Und dann erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die anderen Tore des Paradieses. Wie viele Tore hat das Paradies? Wie viele? Laha sab'atu abwab, hat sieben Tore. Und subhanallah, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wurde dann gefragt von Abu Bakr, O Gesandter Allahs, gibt es jemanden, der von all diesen Toren gerufen wird, um das Paradies betreten zu können? Woraufhin er sagte, ja, und ich hoffe, dass du es bist, O Abu Bakr. Also es gibt Menschen, die all diese Eigenschaften in sich vereinen. Und dementsprechend sollten wir danach streben. Und wenn wir uns diesen Hadith jetzt auch noch näher anschauen werden, meine lieben Geschwister im Islam, dann werden wir erkennen, dass es nicht nur einfach um Eigenschaften geht und um Personen, sondern dass diese Eigenschaften, die erwähnt werden, die Grundlage für eine fromme und rechtschaffene Gesellschaft sind. Lasst uns aber diese Eigenschaften einfach mal anschauen. Und zwar, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, die erste Person, Al-Imam al-Adil, der gerechte Herrscher. Die zweite Person ist wer? Weiß jemand? Shabun nasha'a fi ibadati rabbi. Ein Jugendlicher, der in der Anbetung seines Herrn aufwächst. Was ist die dritte Person? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Eine Person, deren Herz in die Moschee, in der Moschee angebunden ist. Also ich überwerte das jetzt wörtlich. Er sagt, fi al-masajid. Also das Herz ist in der Moschee und hängt sozusagen regelrecht in der Moschee, in der Mitte der Moschee. Dann, was du gesagt hast. Rajulani tahabba fillah. Zwei Personen, welche sich in Allah lieben. Ijtama'a alayhi, sich so getroffen haben und vereint haben. Wa tafarraqa alayhi, und sich auch so wieder getrennt haben. Das heißt, das Einzige, was sie verbindet, ist die Liebe in Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann Nummer 5, das mit dem Sinne. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ, in einer anderen Version, طَلَبَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Dein Mann, der von einer Frau mit hohem Ansehen und von hoher und von ausgeprägter Schönheit eingeladen wird zum Sinner, er aber sagt, ich fürchte Allah. Und dann Nummer 6, was ist die Nummer 6? وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ. Und eine Person, welche eine Sadaqa gibt, eine Spende gibt und sie geheim hält, sodass seine Linke nicht weiß, was seine Rechte spendete. Und die Nummer 7, was du sagtest, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَا.
Und eine Person, welche Allah allein zurückgezogen gedenkt und dann anfängt zu weinen. Wenn wir uns jetzt diesen Hadith etwas näher anschauen, dann sehen wir Unglaubliches. Und zwar dieser Hadith zählt nicht nur irgendwelche Personengruppen auf, welche im Schatten Allahs stehen werden, die rein zufällig aneinander gereiht wurden von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sondern dieser Hadith, er zeigt uns auf, was die Stützen einer rechtschaffenden Gesellschaft sind und wonach die Muslime streben sollten und wie eine muslimische Gesellschaft eigentlich aussehen sollte. Und zwar die ersten vier Eigenschaften sind die Stützen für eine fromme Gesellschaft. Und die letzten drei Personengruppen, welche ebenfalls drei Eigenschaften aufzeigen, zeigen auf, was die Grundeigenschaften eines frommen Muslims sein sollten, der wiederum diese fromme Gesellschaft trägt und aufbaut.